And now I fly like a bird on to the moon. Meet you there. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wollen wir Sie oder du sagen? Ist am besten. Unter Sportlern bitte du, wenn möglich. Okay, sehr gerne. Du kennst dich ja aus da unten bestimmt. Ich war schon mal unten. Das beruhigt mich. Du kommst aber schon mit rein, ja? Ich komme jetzt auch mit rein. Okay. Okay? Oh, muss ich auch mal einen E-Antrieb anschalten hier. Ich bin schon auf der höchsten E-Stufe. Turbo! Da kommt er. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Jacqueline Piebern, mein Name. Du bist ja sonst eigentlich eher zu Fuß unterwegs und immer am Laufen. Heute wollen wir mal Fahrrad fahren. Okay. Aber nicht hier einfach in der schönen Landschaft, sondern wir unter Tage. 800 Meter unter die Erde. Okay. Hast du sowas schon mal gemacht? Warst du schon mal in so einem Bergwerk? Tatsächlich nein. Also ich war noch nie in einem Bergwerk und auch noch nicht mit einem Fahrrad. Dann lassen wir uns drauf ein, würde ich sagen. Super. Okay, dann los. Ich glaube, das ist meins hier. Ja, genau. Mit E-Antrieb, also da kann ja nichts schief gehen heute. Genau. Erstmal lassen wir den weg. Da sind wir, hallo. Hallo, Glück auf. Glück hallo. Auf. Glück auf. Wir fahren natürlich nicht alleine Nils darunter, sondern wir fahren mit... Mit dem Andreas. Hallo. Hallo, hallo Andreas. Hallo. Grüß dich. Ich bin Helm dabei. Ja. Sehr schön. Und dann bekommt jeder noch eine Schutzbrille. Safety first. Safety okay. First, ganz genau. Ladies first. Danke sehr. Gott, Himmel. Und du fährst jetzt mit uns 800 Meter in die Tiefe. Wir fahren erst mal 507 Meter in die Tiefe. Und dann werden wir mit den Rädern bis auf 800 Meter runterfahren. Okay? Alles klar. Also jetzt ist auf jeden Fall so der Moment, wo mir ein bisschen die Muffe geht. Klaustrophobie darf man nicht haben. Also wir fahren mit derselben Geschwindigkeit wie normaler Fahrstuhl im Kaufhaus in Horasau. 8 Meter pro Sekunde. Also Aussicht hat man nicht sehr schön. Ja? Gibt es da auch irgendeinen Aberglauben an irgendwelche Berggeister oder wahrscheinlich? Ja? Früher war die Bergleute sehr abergläubisch. Da durften auch keine Frauen in die Grube einfahren. Ja, das habt ihr euch jetzt selbst die Suppe eingebrockt. Die Zeit des Aberglaubens ist ja vorbei. So, das war's schon. Okay. Krass. Schön, schön warm hier, oder? Hier können wir die Jacke ausziehen. Auf jeden Gibt's Fall. Eine Lichttaste? Okay. Alles elektrisch. Alles klar. So, na dann los, wir folgen dir einfach. Also wir sind hier in der Grube. Die hat ein Streckennetz von 4600 Kilometern. Lalala. Oh, krass. Das heißt für uns, wir bleiben schön zusammen. Ne? Aber kalt ist das nicht hier unten, ne? Nee, nee. Noch angenehm, ne? Ja. Temperaturen liegen zwischen 18 und 28 Grad. Sommer wie Winter. 28? Und je tiefer, je wärmer, oder was? Genau, also alle 100 Meter 3 Grad wärmer. Aha. Okay. Ja, herzlich willkommen am Meeresboden. Ne? Das war es hier gewesen vor 250 Millionen Jahren. Man sieht echt nichts, ne? Wenn du kein Licht hättest, würdest du nichts sehen. Oh, hast schon mal Eco zugeschalten? Das geht ab wie Schmitz Katze hier. Hast du angemacht? Ja, gerade. Oh, ich dachte, wir fahren ohne. Okay, ja, ich gebe auf. Schon runter. Es ist zu dunkel, ich finde den Knopf nicht. Linker Daumen nach oben. Ist es dir recht, wenn man dich als Olympiasieger vorstellt? Ja, das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Leider immer noch der letzte deutsche Lauf-Olympiasieger. Ich war damals 22 Jahre alt und es waren meine ersten Olympischen Spiele. Und ich dachte eigentlich noch, na ja, bist noch ein bisschen jung. Mein Ziel war es eigentlich, den Sprung ins Finale zu schaffen. Das heißt, unter die besten 8 zu kommen. Das ist nicht leicht, an 3 Tagen ineinander in Topform zu sein. Und habe da schon im Vorlauf und im Halbfinale die eigentlich vermeintlichen Top-Favoriten im Lauf gehabt. Und habe gemerkt, wenn ich bei 700 Meter dran war, dann wusste ich, da bin ich auch, oder habe ich zumindest große Chancen, bei 800 Meter der Erste zu sein. Ja. Eine wilde hat's hier. Schön. Andreas, wo sind wir jetzt hier? Was ist das? Wir sind jetzt im größten untertägigen Konzertsaal der Welt gelandet.
Aha. Was ist denn das? Das kennst du? Ja. Ich glaube, das ist ein Radiokommentar. Von Olympia 2000, genau, von den französischen Kollegen. Die haben da auch richtig mitgefiebert offensichtlich. Wie war das damals, als du gewonnen hast? Warst du ja nicht nur in Deutschland dann groß gefeiert, sondern sicherlich auch international, oder? Wie war das für dich? Schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also ich war mit Leib und Seele Läufer und war bis dahin immer der angegriffen hat, der den Weltrekordler schlagen wollte, der zwar auch schon ein paar Meriten gesammelt hat, aber der immer noch auf der Jagd war. Und das hat sich dann mit einem Schlag massiv geändert. Also gerade so kleine Alltagsbegebenheiten wie im Supermarkt einkaufen zu gehen, war für mich dann auch schon eine gewisse Belastung. Ja. Und ich bewundere da die Topstars im Fußball oder auch Schauspieler, die über eine Popularität verfügen, die ich damals nur ahnen konnte. Und also für mich war es nicht leicht, aber es war natürlich auch schön, muss man ehrlich sagen. War das auch eine Frage, so sehr schnell, sehr erfolgreich geworden? Hat man da Höhenflüge gekriegt oder auch Angst vor dem Druck? Ich habe direkt nach dem Lauf gesagt, mir hätte auch der zweite Platz gereicht. Ja, und das ist schon irgendwie seltsam, aber hat auch ausgedrückt, wie ich mich damals gefühlt habe. Das war mir fast zu viel, es war fast zu leicht, so einen großen Sieg zu erringen. Das kann ja so gar nicht weitergehen. Ja? Was will denn dann ein 22-Jähriger noch erreichen? Und selbst das zweite Mal Olympiasieger zu werden, ist nicht das Gleiche. Und mich haben damals verrückte Gedanken umgetrieben. Also ich hatte kurz nach dem Olympiasieg auch sogar überlegt, die Karriere zu beenden und Fußballer zu werden. Ja, ich bin ja bis 17 habe ich aktiv Fußball gespielt und war auch, glaube ich, kein Schlechter. Es gab sicherlich hier und da auch bessere, aber ich wollte einfach wissen, was kann ich erreichen. Und das zu sagen mit 22 nach dem Olympiasieg, jetzt habe ich das geschafft, jetzt mache ich was anderes. Dafür hat mir damals der Mut gefehlt, aber es hat mir tatsächlich, war auch ein Problem, dass ich hätte aktiv angehen müssen und einfach nur weitermachen und einfach nur weiter trainieren und einfach nur weiter Wettkämpfe machen. Das hat für mich sich nicht mehr so gut angefühlt. Ja, krass. Jetzt sind wir ja hier in so einer großen Halle, Andreas. Was passiert hier eigentlich sonst? Wollen wir mal die Fahrräder abstellen? Also es sieht ja überraschenderweise fast wie eine Laufbahn aus. Ja? Eine Laufbahn ist nicht ganz. Wir sind hier in einem Konzertsaal. Also das ist der größte untertägige Konzertsaal der Welt. Ganz viele Weltstars waren hier schon zu Gast. Heute du? Heute du zum Beispiel. Aber ich werde heute nicht singen, ich muss euch enttäuschen. Aber hier wird auch gelaufen. Ja? Also hier ist der Austragungsort, Start und Ziel von den untertägigen Kristallmarathon. In drei Etappen aufgeteilt, 10 Kilometer, 21 Kilometer und 42 Kilometer. Und da sind hier 800 Läufer am Start und die messen sich auch mit ganz, ganz Großen. Das Laufen, das machst du ja immer noch, ne? Was machst du heute? Erzähl doch mal. Ich glaube, wer einmal Läufer war, wird oder der kann das Laufen nie ganz ablegen. Ja? Also ich bin tatsächlich, laufe auch sehr gern, ehrlich, habe ich immer gemacht. Natürlich ist ein Unterschied, ob du jetzt 12-mal oder 14-mal in der Woche trainieren musst oder ob du eben, wie ich jetzt, 2-3, vielleicht 4-mal in der Woche laufen kannst. Und ich laufe mit meinem Hund, ich laufe mit meinen Söhnen, manchmal begleiten die mich mit dem Fahrrad, manchmal der Große joggt dann auch schon gern mal mit. Also das ist tatsächlich Laufen des Laufenswillens. Und ich muss ehrlich gestehen, Laufen hat mich auch in meinen ganz großen Krisen, die ich auch hatte, wo man auch wirklich so denkt, ach, jetzt ist alles Mist und würde gerne noch mal ganz von vorne anfangen, war Laufen für mich immer so ein fester Anker, der mir auch geholfen hat, diese Krisen zu überwinden. Was war denn so das Schwerste für dich? Wollen wir darüber auch noch reden? Ja, klar. Ne? Ja. Man muss ehrlich sein, es gibt, glaube ich, keinen Lebensweg, also ich kenne zumindest keinen, bei dem es immer nur geradlinig nach oben geht, weil wo soll es denn hinführen? Ja? Und ich hatte Zeiten, da dachte ich, dir gelingt alles und Geld spielt keine Rolle, der nächste Sieg kommt sowieso und das war auch nicht natürlich. Ja? Und es hätte damals vielleicht habe ich die mahnenden Stimmen nicht genug Beachtung geschenkt, die gesagt haben, Nils, schalt doch mal einen Gang runter. Ja? Oder
was passiert in solchen Situationen, wenn man sich nicht ganz klar ist und einen hohen Trainingsaufwand fährt, man verletzt sich. Und ich hatte auch schon fast nicht mehr dran geglaubt, überhaupt wieder richtig laufen zu können. Insofern, toi toi toi, bin ich ganz happy, schmerzfrei und gut wieder laufen zu dürfen. Aber meine Zeit als Athlet war dann vorbei. Ja, und dann war das Geld alle, die Frau war weg. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird's ernst. Im Großen und Ganzen, muss man sagen, haben mich diese Krisen dann auch ein Stück weit stärker gemacht. Aber ich hätte natürlich gern darauf verzichtet, ja. Das muss man sagen. Aber woran orientiert man sich hier? An den Höhlen, die es dann gibt manchmal? Oder Erfahrungswerte. Es gibt markante Punkte, die dienen als Orientierungshilfe. Und dann, hier darf nur jemand alleine in der Grube sich fortbewegen, der auch die nötige Ortskenntnis hat. Ja, ja. Wir müssen ja nebenbei auch noch ein bisschen erzählen. Ich muss mich so auf die Straße konzentrieren. Die Abfahrt ist zu wild. Wir konnten leider nicht sehr viel reden. Wir konnten nicht. Bei Profisportlern ist es sowieso verboten, während des Trainings sich zu unterhalten. Ui. Zum Glück bin ich ja kein Profisportler und du schon in Rente. Mein Neuanfang war natürlich, wie die meisten Neuanfänger, auch mit einem gewissen Zerstörung des vorherigen Lebens verbunden. Das heißt, Leistungssport beendet und ja, auch privat hat da nicht alles hingehauen. Das Gute war in dieser Zeit, ich habe gemerkt, man braucht nicht sehr viel. Auch als Sportler, der mal, ich sag's mal, Einkommensmillionär war und so weiter, war es für mich dann auch eine tolle Erfahrung, mal wieder auch mit ganz wenig zurechtzukommen. Ja. Und das ist mir auch gar nicht schwer gefallen. Und das hat auch mich ein bisschen entspannt. Ja. Und habe dann mit einer Ausbildung zum Personal Trainer, auch ein Handwerk, kann man fast sagen. Ja, man ist ja als Dienstleister am Kunden unterwegs. Und ich weiß noch, eine meiner ersten Kundinnen war im wahrsten Sinne des Wortes ein schwerer Fall mit fast 180 Kilo Körpergewicht. Und da ging es eben um was ganz anderes. Es ging darum, überhaupt wieder eine Treppe steigen zu können, die länger als 10 Stufen ist. Das war für mich total schön und am Anfang befremdlich, dass ich mit Spazieren gehen und ein bisschen Gymnastik da so plötzlich auch viel erreicht habe. Und das war für mich auch ja, eine Bestätigung. Ich muss ja auch sagen, der Leistungssport an sich ist ja auch weder gesund noch sonderlich sinnvoll. Das ist auch ziemlich egoistisch, wenn man da sagt, das alles ordnet sich dem Training unter. Es gab für mich nur Training, Essen, Schlafen und selbst die Freundin war da nicht gern gesehen. Und man hat eigentlich auch, ich habe zum Beispiel nie einen Abiball mitgemacht oder solche Dinge waren für mich dann als Sportler alle tabu. Da ging nur der Wettkampf vor. Ja. Und das ist auch schön, wenn das vorbei ist, muss man ehrlich sagen. Aber bist du denn mal 800 Meter gelaufen? Also ich sag mal so, wie soll ich das jetzt diplomatisch sagen? Ist ja nicht so die sagen. Typische Laufstrecke, ja? Nee, überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Fall kein Sprinter. Dein Motto ist doch so ein bisschen den Rhythmus zu finden. Das finde ich ist tatsächlich gar nicht so leicht. Was ist dein Tipp? Ja, also da hilft nur eins, sich tatsächlich selbst zu disziplinieren. Das heißt, wir machen das einfach, weil es notwendig ist. Achtung, ja. Achtung, Rechtswink. Man muss ja ehrlicherweise sagen, erschreckend viele Menschen, die haben Sport und Bewegung aus ihrem Leben nahezu verbannt. Ja, das ist erschreckend. Es gibt da tolle Untersuchungen, auch über den durchschnittlichen Bewegungsradius. Und laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung liegt der bei ca. 600 Metern pro Tag. Da haben wir heute aber mehr geschafft. Das würde bei jedem Hund würde das Tierquälerei bedeuten. Andreas, du weißt aber noch, wo wir sind und so, ja? Ich dachte, du passt auf. Ich stelle hier nur die Fragen. Keine Markierung hinterlassen. Guck mal, ganz rot. Ja, so rot und orange. Und warum ist das jetzt so rot? Also was wir hier sehen, ist das Kalisalz. Das ist das, was die Bergleute hier abbauen wollen. Kannst du ruhig anfassen. Und von diesem Kalisalz werden hier jeden Tag 80.000 Tonnen abgebaut. 80.000 Tonnen.
Wollen wir weiter? Jawohl. Wie viel haben wir jetzt noch vor uns? Also um unten an die Grotte anzukommen, werden wir noch ungefähr 2,5 Kilometer fahren müssen. Aber hauptsächlich geht's bergab. Na dann los, wir folgen dir. Jawohl. Andreas, der Nils wollte wissen, ob ihr hier manchmal Wettrennen macht. Wettrennen? Nein. In der Mittagspause. Das machen wir nicht. Wir sind ja nicht alleine in der Grube. Es sind ja über 1000 Fahrzeuge, die hier unten im Einsatz sind. Über 1000? Über 1000 Fahrzeuge, also genau. Da kann es auch mal Gegenverkehr geben. Richtig. Man merkt erst, dass der Berg kommt, wenn man schon mittendrin ist. Ja, wenn man ja irgendwie, man hat halt keine Orientierung, ne? So. Nee, du hast keinen Horizont. Nee, genau. 17% Gefälle. Konzentration. Aber Nils, du bist ja auch so ein Thüringer durch und durch. Erstaunlich, dass du noch nie hier warst. Aber Nordthüringer. Ich bin am Kyffhäuser geboren, ja. in Bad Frankenhausen. Aber lebe jetzt in Erfurt und ja, das passt. Aber ist schon Thüringen so deine Heimat auf jeden Fall? Ja, total. Andreas, wo führst du uns hin? Ah, das sieht doch schön aus hier. Sehr schön. Geht's euch gut? Ja, jetzt bin ich ganz gespannt, was kommt. Super warm hier unten, oder? Badesachen habt ihr dabei? Ach so, ja. Wir befinden uns jetzt hier in einem Ort, der ist weltweit einmalig und einzigartig. Schaut einfach mal nach vorne. Wow. Wahnsinn. Wow. Ja, willkommen in unserer Salzkristallgrotte. Wie schön. Lauter Eiswürfel. Das ist durch Zufall entdeckt worden bei Bohr- und Sprengarbeiten. Wir gewinnen das Salz hier durch Bohren und Sprengen. Ein kleiner Zugang ist entstanden. Die Flüssigkeit ist rausgelaufen. Und das ist das Ergebnis, was hier noch drin war. Ne? Das ist ganz glatt. Ja. Es fühlt sich wirklich an wie ein warmer Eiswürfel. Das dürfen die Besucher eigentlich nicht machen. Was? Steht es da? Darf ich das machen? Du darfst es halt ausnahmsweise mal machen. Was siehst du? Ich will jetzt, dass du auch mal anfasst. Schön glatt. Ist schon cool, oder? Voll schön. Echt wunderschön. Vielen Dank, dass du uns das zeigst. Gerne, kein Ding. Setzt euch. Ach, Zeit für eine kleine Pause, würde ich sagen. Das sieht man gut und hast du denn das noch gemacht? Ja. So was. Das bleibt mein Geheimnis. Das bleibt hier unten. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Prost. 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 Ja, ihr habt mich gefragt, ein besonderer Gegenstand. Mhm. Da liegt natürlich immer erstmal nahe, dass man die Medaille, die Olympiasiegermedaille mitbringt. Aber die habe ich schon so oft gezeigt und auch mitgebracht. Ich habe mal was anderes mitgebracht und zwar. Das ist auch ein bisschen eine Besonderheit. Das ist der Laufschuh, den ich beim Olympiasieg anhatte. Und das Besondere ist, ich hatte tatsächlich war relativ schwerer Läufer. Also mit 78 Kilo vielleicht unter Normalbürgern leicht, aber als Läufer doch ziemlich schwer. Und hatte immer das Problem, dass alle Spikes, alle Schuhe, die ich hatte, in der Kurve das Gewicht nicht halten konnten. Und dann ich die immer umgetreten habe. Und man sieht, ich war so schnell unterwegs, dass dann sogar eine Spikes-Donner rausgebrochen ist. Also das ist mein Laufschuh, an den ich mich immer natürlich noch, dem ich sehr dankbar bin. Er hat mich zum Sieg getragen. Kann ich mal? Ja. Es ist ein historisches Dokument eigentlich. Sieht auch schon ein bisschen alt aus, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also die Schuhe heute sehen schon etwas moderner und hipper aus. Aber damals fand ich den auch schon modern. Ich finde eigentlich, der ist Vintage. Vintage, okay. Oder Vintage Retro. Das Sportmuseum in Köln wollte die mal haben, aber den gebe ich nicht her so einfach. Ja, ein paar Erinnerungen, nicht viele, aber ein paar hebe ich mir dann auch auf. Ja. Und hattest du immer so ein Ritual eigentlich? Also ich habe versucht, nicht in irgendeinen Tick reinzufallen, aber man hat das Problem auch gerade bei Olympischen Spielen, dass du sehr, sehr lange im Vorfeld schon sogenannte Core-Room-Zeiten hast. Das heißt, du bist schon zum Teil eine Stunde vor deinem Wettkampf eigentlich dann in einem kleinen Zimmer eingesperrt mit deiner Konkurrenz. Und das sind tatsächlich, glaube ich, dass da schon sehr viel abläuft, bevor man überhaupt auf die Bahn tritt. Ja, man ist mit so mental. Mental, genau. Man sitzt sich gegenüber, wie wir jetzt hier. Und für mich war dann immer beeindruckend, der junge Russe, Juri Borsakowski, der in dem olympischen Finale dann leider nur Sechster geworden ist, oder für mich zum Glück nur Sechster geworden ist. Der hat dann 4 Jahre später gewonnen. Der hat sich immer in diesen Core Room gelegt, einfach mitten rein, die Arme ausgebreitet, Augen geschlossen. Und alle mussten über ihn so drüber klettern. Hat dadurch beeindruckt. Also das war auch eine Art des, ja, wie sagt man so schön, mentalen Kriegsführung. Super. Na dann greif zu, würde ich sagen.
stärken wir uns. Danke. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich hätte gerne mal die Butter. Dankeschön. Mensch, uns geht's gut. Wenn du jetzt so zurückguckst, aber was bedeutet dir dieser Olympiasieg von damals noch? Ja, es hat immerhin noch so eine Wirkung, dass der Andreas uns hier quasi den ganzen Tag durch sein Bergwerk führt und wir hier bei einem Baguette in 800 Meter Tiefe sitzen können. Also das ist nach wie vor natürlich etwas, was ich wahrscheinlich durch den Sieg nicht hätte. Und das genieße ich auch noch nach wie vor. Aber es ist so ein Teil, der schon auch jetzt, ich glaube, nach 20 Jahren, sagt man auch, es ist ein Teil, den man auch angenommen hat und den man auch genießt und der aber auch nicht mehr so allmächtig ist. Also ich werde tatsächlich nicht mehr jeden Tag als Olympiasieger auf der Straße erkannt und das ist auch ganz gut so. Gut. Jetzt wird's ernster. Jetzt wird's ernst, wir haben uns gestärkt. Schlussetappe. Schlussetappe, genau. Jetzt noch mal die Strecke wieder zurück, die gleiche. Jetzt geht die Strecke zurück. Mehr bergauf. Das ist ja spannend hier hoch. Ja. Dein Akku ist schon leer, Schaki, ja? Nein.